back from the dead. Willkommen zu einer neuen Episode des Rocket League Shops und ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein und sehen, dass Mainframe heute Painted da ist. Zwar nur Saffron, aber immerhin Painted. Interessant, nachdem wir ja gestern Dueling Dragons in Painted hatten. Interesting, dass wir direkt das nächste bekommen. Dann haben wir Quasar drinne. Ich weiß nicht, ob mir das zu heftig wäre. Das ist ganz schön crazy auf jeden Fall. In Striker auf jeden Fall Lime für 300, geht auf jeden Fall klar. Dann die Threat X2 sind drinne in Purple für 300. Dann haben wir Sentio Decal drinne in Lime. Also heute viel in Lime, beziehungsweise Saffron dabei. Dann den Sentio an sich in Burnt Sienna machen wir mal schnell weg, ekelig. Dann Diomedes sind drinne in Crimson, feiere ich auch nicht so, obwohl es Crimson ist. Dann haben wir nochmal ein Sentio Decal drin. Diesmal Titanium White macht das Ganze schon auf jeden Fall besser. Trotzdem gleicht es nicht den Saffron Burnt Sienna, den Burnt Sienna Sentio aus, meine ich. Dann Pixelated Shades sind da in Sky Blue. Wer auf jeden Fall coole Shades tragen möchte, schauen wir mal im E-Sport-Bereich nach. Da gibt es nämlich auch so einiges heute. Und zwar haben wir hier Dignitas mit dem Dominus Decal. Player Banner ist drin. Dann haben wir von Rogue und Octane Decal drin. Und dann haben wir noch drei Reifen drin. Zum einen die Bionics von Energy. Übelst nice, muss ich sagen. Dann AMR von E-United und die Patriarchs von Vitality. Aber ja, ich würde sagen, dass auf jeden Fall das Highlight rausgeht auf die Featured-Seite hier zu Mainframe, auch wenn es nur Saffron ist. Quasar ist ein bisschen, muss man selber wissen, weiß ich nicht so genau. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist, ob ihr euch irgendwas kauft. Und wie immer, wenn ihr das Ganze cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst ein Sub da und dann hören wir uns morgen wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.